Huhu, Frenne wieder hier. Willkommen zurück bei Final Fantasy 8, Leute. Letztes Mal sind wir ja im Kampf der Gardens hier letztendlich in den Galbadia Garden eingedrungen. Haben unsere fette Offensive gestartet. Und sind jetzt hier auf der Suche nach der Inhaberin sozusagen. Nach der Hexe Edea. Und da wo die ist, ist sicherlich ihr Hexenritter Cypher nicht weit. So. Wir haben uns jetzt für folgende Gruppe entschieden. Wir sind mit Kistis und Irvine unterwegs. Sicherheitshalber schaue ich nochmal schnell, ob wir Gegner 0% haben. Ja, haben wir. Hier drin kommen nämlich Zufallsbegegnungen. So, unsere Kameraden sind still. So, ich bin semi gut vorbereitet auf diese Folge. Ihr müsst wissen, der Galbadia Garden ist zum einen sehr groß und auch ein ziemliches Labyrinth. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, ich weiß, dass wir noch hier erstmal rechts gehen müssen. So, Ziel ist es jetzt, dass wir Schlüsselkarten finden, und zwar 3 Stück an der Zahl. So, hier geht's schon los. Hier weiß ich jetzt schon nicht mehr, wo ich lang muss. Wir suchen einfach alles ab. So, hier gibt's nichts. Dann begeben wir uns hier hin. Was ist das? Wo geht's hier hin? Oh, geht's nach oben? Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Fujin und Raijin. Na, wird wieder Stress, hä? Geht mal weiter, ihr müsst ihn mal ein Ende setzen. Ach, auf einmal seid ihr gegen Cypher oder was? Auftrag. Bitte kümmere dich mal um Cypher. Ich komme da mal überhaupt nicht mehr klar. Ich will, dass Cypher so wie früher wird. Cypher, für dich gibt's wohl kein Zurück mehr. Okay, also wie ich schon vermutet hatte, er hängt ja wirklich irgendwo ab. Ja klar, wir haben ihn ja schon gesehen, wie er die Truppen befehligt. Okay, verstanden. Alles klar, Fujin? Ermüdung. Ja, sehr ergreifend. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir jetzt zuerst hin müssen. Hier brauchen wir schon eine Karte, das weiß ich. Also den Raum merken wir uns mal für später vor. Ich gehe erstmal nochmal runter. Und schau noch mal da hinten den Gang mir an. Wenn nicht, muss ich dann noch mal hierher zurückkehren, ist ja auch kein Problem. So, wir versuchen erstmal dadurch zu kommen. Vielleicht steht auch gleich, nee, gibt's nicht. Ja, okay. Dann bleibt ja fast nur ein Weg übrig. Wir könnten auch nur nach unten gehen, aber von da sind wir, gekommen. Also muss hier das schon mal der richtige Weg sein. So, ja, gehen wir mal raus hier aus dem Bildschirm. Achso, wir können jetzt wieder links oder rechts. Gehen wir mal links. Links in der Ecke stinkt's und da sehen wir schon einen weiteren Raum, der genauso aussieht wie der davor. Ja, die Gänge sehen ja alle gleich aus und wie eine schöne Sackgasse mit einem Überwachungsmonitor. Können wir da vielleicht den Alarm ausschalten oder sowas? Ah ja, das sieht doch gut aus. Hey, Kumpel, bist du Freund oder Feind? Halt, halt, ich bin kein Feind. Sie haben uns während des Unterrichts überfallen und den Garten besetzt. Wir vom Garten wurden alle weggetrieben. Ihr seid doch die Seeds, die gegen die Hexe kämpfen. Hier, nehmt das. Schlüsselkarte, juhu. Okay, die erste haben wir. Zwei meiner Freunde sind irgendwo untergetaucht. Verschlossene Türen können mit Schlüsselkarten geöffnet werden, die meine Freunde bei sich tragen. Okay. Runde Karten? Nee. Nee, nee, komm, Kumpel, war bloß ein Witz. Ja genau, also wie ich schon mal gesagt habe, es sind nicht die Gardenschüler an sich, die hier gegen uns Krieg führen. Der hat ja auch so eine coole Uniform an, sondern es sind wirklich die Galbadia-Soldaten, also die Armee hat hier den Garten übernommen. So, da unten war nichts. Von hier unten sind wir gekommen, also gehen wir jetzt mal da hoch. Und schauen mal, was es da so gibt. Nichts. Ja, gut, dann gehen wir wieder zurück. Denn jetzt können wir, glaube ich, schon mal, wenn ich nicht irre, entweder rechts gehen oder wir versuchen jetzt mal mit dieser Schlüsselkarte hier oben die Tür aufzumachen. Aber ich glaube, hier brauchen wir die Nummer 2, oder? Ja, da brauchen wir schon die Nummer 2 dafür. Schon eine erhöhte Geheimhaltungsstufe. Na gut, dann gehen wir jetzt hier nach rechts.
Und wieder ein Gang, der genauso aussieht wie der letzte. Nehmen wir nicht mal zuerst die rechte Tür. Wir klappern einfach alles ab. Und wieder ein leerer Überwachungsraum. Jetzt will ich aber mal schauen, ob ich eigentlich Wünschelrute angelegt habe. Wer hat Selfies Kopplung? Ist das? Okay. Und vielleicht ist ja hier in irgendeinem von den leeren Räumen doch irgendwie eine versteckte Magiequelle. Das wäre doch was. Dann to the left, to the left. Ja, und ist gleich in grün. Die Pendia also, okay. Aber enge Schlafkojen. Und da gibt es wieder Kohle. Ich wundere mich eigentlich schon, dass ich nicht schon wieder runtergestuft wurde, weil ich so wenig Kämpfe mache und immer Gegner 0% angelegt habe. Ey, Freunde. Verarscht mich nicht. Okay, dann müssen wir jetzt irgendwie zum Anfang zurückgehen und versuchen, da irgendwie eine Tür aufzukriegen. Hier oben kommen wir nirgends weiter. Irgendwo muss es ja ein Schloss geben, wo die Schlüsselkarte 1 passt. Und die geheimnisvolle Musik des Kalbadia Garden, die passt gut. So, gehen wir mal nach unten. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. So, wie sieht es eigentlich davon aus? Gehen wir da durch? Nein. So, hier könnten wir nochmal speichern, aber brauche ich jetzt eigentlich nicht. Gehen wir nochmal links weiter. Kamen wir vorhin nicht weiter. Da waren wir, glaube ich, schon drin. Da können wir jetzt rein. Sehr schön. Finde die Tür, die verschlossen ist. Oh, und jetzt kommen wir hier zum Eishockeyfeld. Also das ist wirklich ein cooler Garten, ey. Die haben ja sogar echt ein eigenes Eisfeld. Zum Schlittschuhlaufen und Eishockey spielen und Eistanzen und so weiter. Hätte ich auch gerne in der Schule gehabt. Und hier gibt es Brotes. Hör rein. Sag mal Brotes. Wie habt ihr eigentlich von dem Spaß? Hör rein, wie viel hast du Brotes? Zauber. Kurz gucken. 100. Na, hat genau gereicht jetzt. Okay. Können wir das irgendwo gewinnbringend einsetzen? Nein, 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 nein. Hier können wir was machen. Bio und Blitzgas wir drin. Und das würde uns... Ja... Nee, komm. Das passt so, wie es ist. Weiter geht's. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Wieso? Ja, auf das Eisfeld kann man, glaube ich, auch schon vorher gehen. Und wieder ein Raum, der genauso aussieht wie der vorherige. Also wenn wir das erste Mal im Kalbadia Garden sind, könnten wir hier auch schon hingehen. Oh, hier ist wieder einer. Wir kommen gegen sie nicht an. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Nummer 2 erhalten. Ja, sehr schön, dankeschön. Kalbadia Seeds und wir wissen ja schon, wo wir damit jetzt hin müssen. Zieht hier vorne auch rein. Da ist das Nummer 3, okay. Das können wir uns auch schon mal vormerken. Aber jetzt versuche ich mal nach unten zu gehen. Ja, da kommen wir nämlich jetzt schon durch. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich hier rauskomme. Okay, einen weiteren Raum, der genauso aussieht wie die vorher. Und wo ich jetzt keinen Plan habe, wo ich jetzt hin muss. Einfach mal runter. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Gut. Und dann gehen wir jetzt dahin, wo Fujin und Raichin waren. Und was ist jetzt hier der Treppenaufgang? Sieht so aus, oder? Ja. Und dann müssten wir jetzt diese in die höhere Etage da kommen. So, hier oben war das. Sieht aus wie so ein Fahrstuhl oder so. Den dachte ich immer, aber es ist keiner. Und aufmachen. So, 2 von 3 Schlüsselkarten haben wir, eine fehlt uns noch. Und jetzt kommen wir in den Außenbereich. Und schaut euch das an. Die haben noch ein fettes Olympiastadion hier drin. Also für körperliche Ertüchtigung ist hier richtig gut gesorgt. Und ein schöner Hechtsprung von unseren Kameraden, dass sie sich da nicht die Beine brechen. So, was gibt's hier? Oh, hier gibt's Shell. Irvine, du darfst wieder, bitteschön. 15 Mal die Höchstzahl. Sehr schön. Gucke ich gleich auch nochmal, ob wir da irgendwas verbessern können.
Shell, 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 Shell. Ach, das ist plus 43, ne? Das. Damit gewinnen wir keinen Blumentopf, mein Guter. Ja, könnte man sich hier gegen alle Zauber ein bisschen schützen, aber 8%. Da kann ich auch drauf verzichten. So, jetzt gehen wir hier in den Kern anscheinend des Gebäudes. Und eine coole Wartehalle, die erinnert mich mal so ein bisschen an das Bellum Hotel. Beziehungsweise an den Ballsaal, wo wir auf CD1 mit Renoir getanzt haben. So, und wo kommen wir jetzt hin? Ah, und dieser Screen müsste euch bekannt vorkommen, Leute. Hier waren wir nämlich gewesen und hier hat Xel seine Liegestützen gemacht mit den anderen Leuten. So, ja, gut. Gehen wir mal hier weiter vor in die Haupthalle. Ups, da hat mein Handy gerade vibriert. Ich hoffe, man hat es nicht so doll gehört. Und was geht hier so ab? Was ist das denn für ein Vieh? Ist jetzt hier die Hölle auf uns reingebrochen? Lalala, ich will die gar nicht. Hopp. Böses Tier. So, hier hat man nochmal einen Speicherpunkt. Hier könnte man nochmal speichern. Mache ich direkt mal. Bevor ich gegen dieses Scheusal da kämpfe. So, den lassen wir wieder frei und dann. Hä? Habe ich nicht letztens mit Spielstand 1 angefangen wieder? Da machen wir es halt so. Ist ja auch egal. Bis jetzt haben wir ja, glaube ich, noch nicht richtig was verpasst, was wir noch nicht hätten später machen können. So. Kopplungen prüfen. Es ist eine gute Idee, wenn wir Blitz gekoppelt haben bei Elementarabwehr. Auf alle Fälle muss ich gucken, dass ich Raubin drin habe. Das ist ganz wichtig. So, das kann ich mal kurz rausmachen und dafür mache ich Glück. Vielleicht hilft es mir beim Rauben. Mal gucken. Zauberdrang, Item. So. Du kannst mal GF mitnehmen. Windschlurte brauchen wir jetzt nicht. Dann nehmen wir Geist mit rein. Und beim Irrwein. Ja, der kann ruhig Item lassen. Das ist okay. So, ich hoffe, es hat keiner Elementarangriff mit Blitz gekoppelt. Dann würde ich sagen, wir greifen ihn von hinten an, damit er schutzlos ist. Und Boss Fight. Ja, ich frage mich allerdings, wie das Vieh hier hinkommt. Das ist der Höllenhund Cerberus. Hier sind normal keine GF. Den holen wir uns. Wie selbstsicher. Wir werden ja sehen. So, das ist Rauben von dem Kerl. Dann gucken wir mal, was er zu drohen hat. Oh, Beben hat er, aber haben wir schon voll. Und, ach, Mist, viel gestanden. So, dann machen wir mal eine Analyse auf den guten Kerl. Und die coole Bossmusik, die geht so ab. So, zeig mal her den Kerl. Ist das wirklich der Höllenhund Cerberus? Tatsächlich, Cerberus. Hat einen mordshohen Geistwert, also magisch hat er auch nicht was drauf. Unwirksam Wind, absorbiert Blitz. Okay, und wie viel AP hat er? 7600 noch. Ein dreiköpfiger Wachhund aus der Hölle. Nachdem er Triebel benutzt hat, wenden die drei Köpfe alle verschiedenen Zauber an. Ja, wir haben mal gesehen, wir können doppelt von ihm ziehen und in höheren Levels kann man auch Triebel von ihm ziehen, aber das benutzt er auch gerne mal selber auf sich. Und da geht's schon los. So Leute, wenn ihr jetzt nicht dreimal Blitzgar auf euch drauf kriegen wollt, dann würde ich euch dringend empfehlen, ein gutes Anti-Z auf den drauf zu zaubern. So, aber von der guten Kiste hätte ich jetzt mal gerne ein Limit gehabt. So, und blauer Zauber und wir machen mal Gatling Gun, das haben wir glaube ich noch nicht gesehen. Und jetzt habe ich dummerweise vergessen mit Squall zu ziehen, zu rauben. Das ist schlecht. Bring it, bitch! Ja, nicht sehr überzeugend, aber Tornado. Oh oh. Aber, was soll ich sagen?
Das hängt halt von dem Stärkewert, glaube ich, ab. Oh, und er macht gleich Beben hinterher. Da kann ich gleich Kisses wiederbeleben. Denke ich mal, sei denn sie reicht irgendwie aus oder so. Nee. Böses Tier. Phoenixfeder auf die gute Kiste. Wieder Diebstahl fehlgeschlagen, oder? Und der Typ ist mir ganz schön oft dran. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und haut auch gut was weg. Naja, schauen wir mal, wie wir gegen den klarkommen. Ach, komm schon. Oh, hoffentlich überlebt Kiss ist das. Das ist ja jetzt echt nervig mit dem Sack. Ja, man kann natürlich Levitas zaubern hier. Oh, 40 AP. So, High Potion. Ich kann mit dir noch nicht. Ich muss erst das Ding rauben. Das ist der Mist jetzt hier. So, haben wir irgendwie Vita noch für dich. Oh Mann. Das ist wieder das Glück, was ich jetzt habe hier im Let's Play. Wahnsinn. Und da macht er wieder sein dummes Triple auf sich. Das werde ich gleich wieder zu verhindern wissen. Mit Anti-Z. So, jetzt wird er irgendwie stinkig. Keine Ahnung, was ich jetzt ihm getan haben soll. So, wieder rauben. Und du musst Zauber machen. Haben wir nicht Vitra irgendwo hier? Vitra. Nee, wahrscheinlich nicht. Dann halt normales Vitra auf Squall. Oh Mann, ey. Das ist so fies. Habe ich nicht eigentlich Kistes Doppel gegeben? Wieso kann ich nicht mehrmals zaubern? Das finde ich jetzt aber seltsam. Jetzt kommt wieder Beben, okay. Hast du Vitra am Start? Ach, Regina, warum nicht? Regina auf Sport. Mein wichtigster Mann. Und du kannst doch mal. Ach, Vikra will ich jetzt eigentlich nicht benutzen hier. Ist ja doof. Komm hier in dem Item. High Potion auf. Dabei. Lecco mio, ey. Klappt ja gar nichts. So, und dann nochmal Regina auf. Ja, das sehe ich natürlich nicht, wer schon hatte. Und nicht, dass ich ihn jetzt irgendwie umpuste. Das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. So, und nochmal wieder. Jetzt muss ich den Typen zum Schluss nur heilen hier, damit ich sein dummes Item endlich kriege, oder was? Okay, Leute, ich mache mal kurz einen Schnitt und dann hole ich euch wieder dazu, wenn ich den blöden Zauber endlich habe. Das blöde Item endlich habe. Okay, Leute, wir haben uns das Geschicksbuch geklaut. Sehr gut, das wollte ich nämlich haben. Dann können wir jetzt endlich auch nicht drauf brezeln auf den guten Cerberus. Und fette Frame-Einbrüche schon wieder. Na, es geht noch. So, dann Angriff. Und hier machen wir mal Shiva. Und hier auch mal einen schönen Zauber auf dich drauf. Soll ich dich mal selber mit Beben angreifen? Kannst du mal sehen, wie das ist? Nee, wir machen. Was haben wir denn Schönes? Ultima! Warum nicht? Damit ihr diesen Zauber auch mal seht. Ultimative Zauber. Bam! Zeigt mir eure Macht! Oh shit. Kurz Stopp. So Leute, ich habe kurz unterbrochen, weil sich die Frames irgendwie nicht mehr eingefangen haben. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Wir hatten das Geschickbuch geklaut. So, und was machen wir? Mal wieder.
Und schön anfeuern. Die heiße Shiva wieder am Start. Mal sehen, ob sie jetzt den guten Cerberus den Rest geben wird. Oh, und ich verkrampfe wieder total. So, 38. Kiste ist auch nochmal drauf. Falls das noch nicht gereicht haben sollte. Oh. Das war weniger als ich dachte. Ich habe eure Macht gespürt. Juhu, und wir haben gewonnen. Ja, Cerberus ist eine neue GF von uns. Der Höllenhund Cerberus. Und die Karte kriegen wir auch noch dazu. Super. 30 AP. Yay, yay. Habe ich jetzt normalerweise nicht vorher geschaut gehabt, wie viel, was die GFs gerade lernen. Aber egal. So, schön. Cerberus ist keine Angriffs-GF, sondern eher so ähnlich wie Karbunkel, zaubert einen positiven Zustand auf uns, und zwar Doppel und Triple auf alle Charaktere. Das bestimmt nicht so. Er hat auch Geschickkopplung. Vorsicht brauche ich nicht unbedingt. Wir fangen direkt mal mit der Geschickkopplung an, würde ich sagen. So, was noch schön ist, Trefferkopplung, Ability mal 3, ist auch nicht schlecht. Oh. Gut. Näheres gibt es in der nächsten Folge. Jetzt mache ich erstmal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir weiter im Garten fortschreiten. Ich mache da mal kurz Stopp. Wenn wir weiter im Garten fortschreiten und die Hexe suchen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.